Hallo in meiner Seifenküche, hier ist wieder die Christina und ich zeige euch heute, wie ich meine Formen mit Backpapier auskleide. Ich brauche dafür Dixo, eine Schere, einen Kuchenspatel, meine Form natürlich und Backpapier. Dafür nehme ich Meterware. So, zuallererst müssen wir uns ein Stück Backpapier ausmessen. Wir nehmen da als Maßstab gleich die Form. Ja. Genau. Die Länge der Form plus einen ordentlichen Überstand an beiden Seiten. Nehme die glatte Seite nach innen. Jetzt wird einmal die erste Faltung. Dieses Stück, das ist circa die Innenseite der Form plus ein bisschen was, damit es drüber hängen kann. Wichtig ist, dass diese Seite Kante auf Kante gefalten wird. Und ich werde jetzt Bug, den ich vorher mit dem Finger ziehe, mit der Kuchenspatel nachziehen, damit die Ecke, die Kante wirklich sehr exakt und schön ist. Das ganze Stück ist mir zu breit, deshalb schneide ich vom hinteren Teil ein bisschen was ab. So. Jetzt habe ich also die erste Faltung gemacht und ich brauche jetzt die Länge von der Form und das mache ich gleich direkt mit der Form. Also ich lege mir das Papier in die Form hinein, ganz nach hinten, schön in die Ecke drücken. Das muss jetzt sehr exakt gemacht werden, sonst passt es am Ende nicht. Und sobald ich mit dem Fingernagel kann ich mir dann die hintere Ecke am Papier anzeichnen. Das sieht man jetzt hier. Hier ist also diese Faltung. Und das sehen. Und hier machen wir jetzt den zweiten Bug. Auch wieder schön ordentlich im rechten Winkel. Ich arbeite immer von dieser Kante aus, die vom Papier aus stammt und nicht, was ich vorher geschnitten habe, weil die ist natürlich schief und wackelig. Gut, da habe ich jetzt etwas viel Überstand genommen, das geht mir später schwer schneiden. Das war einfach zu lang. Gut, jetzt mache ich eine Faltung für die Längsseite und zwar klappe ich das nach vorne. Der Abstand oben entspricht ungefähr der Weite meiner Form. Dann geht sich das schön aus, dass das halbwegs mittig ist. Hier wiederum wichtig, Kante auf Kante legen. Dann habe ich hier einen schönen Winkel. Den Buch wieder nachziehen. Gut. Jetzt haben wir drei Seiten. 1, 2, 3. Uns fehlt die vierte. Und da nehmen wir das Maß wieder direkt in der Form. Ich lege das Papier in die Form, drücke meine schon gefaltete Kante fest in die Ecke hinein und genau an der gegenüberliegenden Seite mache ich mal mit meinem Fingernagel eine Markierung. Da vorne auch. Und hier auch fest nach hinten drücken, damit das wirklich der Weite der Form entspricht. Jetzt kann man das schon hier leicht sehen, die Abstände, wie sie angezeichnet sind. Und das wird jetzt gefalten. Und zwar hier wiederum, Kante auf Kante, genau an dieser Linie entlang. Dann wieder nachziehen.
Je besser man das nachzieht, desto schöner sind am Ende die Kanten der Seife. Jetzt haben wir schon die Form hier festgelegt. Jetzt müssen wir nur mal diese Seitenteile falten. Und zwar nimmt man hier die Kante des Papiers, hält hier ein bisschen dagegen und faltet das Ganze zu so einem Dreieck hoch. Diese Linie muss genau parallel, also genau auf der Linie drunter liegen. Und dann kann ich mir hier so ein schönes Dreieck nachziehen. Jetzt steht mir das schon rein. Ich schneide mir das, was drüber steht, hier wieder weg, damit mich das später nicht stört. Und das mache ich jetzt bei allen vier Seiten. Die vorderste Kante nehmen, hier dagegen halten und das Dreieck einklappen und den Falz nachziehen. Und jetzt wiederum an dieser Kante, also so breit wie die Form ist, ein bisschen weniger, ist notwendig, den Überstand einfach wegschneiden. Die dritte Seite halten. Und die letzte Seite. Okay, es ist geschafft. So, jetzt haben wir also, wenn wir das hier auf der Seite noch hochziehen, schon unsere Form. Und das schiebe ich jetzt in meinen Holzrahmen hinein. Hier zeigt sich dann auch, wie exakt man gearbeitet hat, ob es auch wirklich passt. Gut, schön festdrücken, die Ecken nach unten drücken, damit das schön passt. Gut, jetzt müssen wir eigentlich nur mehr die Seitenteile nach unten klappen. Dafür muss man natürlich die Ecken noch aufschneiden, und zwar bis dorthin, wo die Form beginnt. So, dann kann ich diesen Teil nach unten klappen, so schön dagegen halten, damit man sich nicht mit dem Umklappen die untere Ecke wieder ein bisschen gerade zieht. Das ist jetzt zu lang, das kann ich abschneiden. Und jetzt fixiere ich diesen Teil noch mit einem Dixer. So. Die andere Seite. Wiederum die Ecken abschneiden. Bis zur Form. Unten dagegen halten, umknicken, das ein bisschen nachfalten. Das ist auch zu lang. Und fixieren. Jetzt kommen noch die Längsseiten. Hier auch wieder unten dagegen halten, damit man sich die schönen Kanten nicht wieder rauszieht. Und das Papier nach unten fixieren. Die letzte Seite. Und fertig. Ist eine Seifenform.